Sind ja ganz andere. Hunde haben ja, mehr sind ja Aasfresser und Katzen sind lebende Menschenesser. Und also ich habe eine Katze zu Hause und das Allerwichtigste für die Katze ist nicht nur, dass man sich um sie kümmert, durch sagen wir mal durch die Tragetasche, in die die Katze kommt, wenn man damit weggeht, sondern auch durch Zuneigung. Jetzt ist es bei unserer Katze so, dass sie die Tapete kaputt macht. Und dann habe ich neulich einen dicken Knüppel genommen, habe darauf gehauen. Und jetzt haben wir die so vorne vor der Tür als Fuß. Ja, sag ich mal, damit man, wenn man die Schuhe aussieht, draußen hinstellt und dann erstmal die Füße wärmt auf den Katzen. Ja, ist so eine Art Fußabdruck. From Germany, but I'm deutschsprachig aufgewachsen. Ah, yes. Ja. Mehrere Sprachen. Oh, hi nice. Ach so, können wir auch Deutsch reden? Ja, klasse. Ja. So, was hältst du davon? Aua! Eine Ohrfeige. Richtig. Ohrfeige. Aua. Genau. Ja, ist eigentlich nur Spaß gewesen. Ach so. So. So, erste Frage. Kann ich mal kurz Ihren Namen wissen? Helge. Also, ja gut. Also, ich notiere auf. Helge Schneider. Also, erste Frage. Ja? Wie nennt man beim Schwimmen die Figur, wo man mit den Armen aus dem Wasser guckt und dabei Luft holt, dann mit dem Kopf hineintaucht? Ja, diese Figur, um sich einzufädeln in die Wasseroberfläche. Herr Lehrer, Teacher, Sag mal, hallo. Dabei kleine Wellen macht, wieder auftaucht, wieder tief Luft holt, den Mund zu einem großen O macht, wieder mit den Handflächen ins Wasser hinein weitet und dabei mit dem Unterteil seines Körpers ungefähr so wie eine Krabbe macht, wenn sie Herr Lehrer, Land gehen will, um dort zu vertrocknen. Herr Lehrer, bin ich dran jetzt? Nennt man Butterfly. Ja, da bin ich jetzt baff. Also, das ist eine dermaßen hohe Intelligenz, aha, die ich bis jetzt bei keinem Schüler gefunden habe.